Ein herzliches Willkommen zum heutigen Lunch Talk BGM Goes Planetary Health. Heute zum Thema nachhaltige Ernährung, das ich mich ganz besonders auch gefreut habe. Ich bin Marisha Fast, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Klug mit dem Schwerpunkt transformative Bildung. Klug, das ist die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, ein Netzwerk aus Einzelpersonen und Organisationen aus dem Gesundheitsbereich, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, für die Risiken der Klimakrise zu sensibilisieren. Gemeinsam mit Stefanie Bühn organisiere ich diese Reihe, wird gefördert vom BKK-Dachverband und an dieser Stelle freue ich mich auch, Michael Blum kurz das Wort zu übergeben. Ja, vielen Dank, Marisha. Ja, diejenigen, die heute nicht zum ersten Mal dabei sind, wissen, dass jetzt der kleine Werbeblock noch ein kleines bisschen verlängert wird, aber wirklich nur ganz kurz. Ich bitte daher kurz nochmal um etwas Geduld. Ja, mein Name ist schon gefallen. Ich bin der zuständige Projektleiter beim Dachverband der Betriebskrankenkassen, im Rahmen dessen wir eben auch Klug im Bereich planetare Gesundheit im betrieblichen Setting beauftragt haben. Es ist auch schon einiges passiert, sozusagen bis heute. Wir haben beispielsweise auch einen Lysebericht veröffentlicht, den Klug geschrieben hat. Der ist Ende Mai veröffentlicht worden. Den Link dazu kann ich auch gerne gleich nochmal im Chat teilen. Ja, und ein Ergebnis dieses Analyseprozesses war eben auch unter anderem, dass der Informations- und Austauschbedarf bei dem Thema nach wie vor sehr groß ist. Das hat auch zu dieser Lunch Talk-Reihe geführt. Darüber hinaus wird Klug noch in diesem Jahr einen BKK-Beratungsleitfaden erstellen, der aber öffentlich zugänglich sein wird und damit bei Interesse auch von anderen durchaus verwendet werden kann, wo sie eben dann auch die Möglichkeit haben werden, nochmal bestimmte Informationen zu vertiefen. Ja, last but not least möchte ich noch erwähnen, dass diese Projektförderung im Rahmen der Initiative BKK Green Health ermöglicht wurde, was wiederum ein Engagement von zahlreichen Betriebskrankenkassen, den BKK-Landesverbänden und dem BKK-Dachverband ist. Und in dessen Rahmen werden eben in unterschiedlichen Themenfeldern Aktivitäten durchgeführt. So, und das war es auch schon, wie versprochen, kurz. Und damit viel Vergnügen beim weiteren Verlauf. Ich gebe zurück an Marisha. Dankeschön. Ja, heute in der vierten Folge dieser Reihe widmen wir uns dem Thema Ernährung. Und Ernährung in den Blick zu nehmen als Maßnahme der Gesundheitsförderung, das ist Ihnen allen total vertraut. Aber warum ist Ernährung einer der entscheidendsten Faktoren, um Treibhausgase zu reduzieren und den Klimawandel positiv zu beeinflussen? Ja, für diese Fragen haben wir uns Expertinnen und Expertinnen eingeladen. Wir starten mit einem Input-Vortrag von Jörg Schmidt und der wird ergänzt durch Praxisbeispiele. Ja, Jörg ist Arzt und in Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin, aber auch wissenschaftlicher Mitarbeiterin für Ernährung und Planetary Health bei Klug. Er beschäftigt sich schon lange mit den Auswirkungen von Ernährung und Nahrungsmittelproduktion auf planetare Gesundheit und den Folgen der globalen Umweltveränderung auf die menschliche Gesundheit. Ja, darüber hinaus, Jörg, arbeitest du an verschiedenen Lehrprojekten mit, unter anderem an der Hochschule Fulda im Studiengang Public Health. Schön, dass du da bist und wir freuen uns auf deinen Input. Ja, vielen Dank, Marisha, und auch von mir herzliches Willkommen. Freue mich, dass ich dabei sein darf und die ehrenvolle Aufgabe habe, über nachhaltige Ernährung zu sprechen in einer Viertelstunde. Das ist so ein bisschen schwierig. Normalerweise habe ich dafür, wenn ich Lehre mache, ganze Nachmittage. Ich stoppe mal kurz die Freigabe. Und ich werde relativ schnell reden und viele Themen ansprechen. Sie müssen nicht alles mitschreiben. Sie kriegen nachher die Folien und können dann auch gegebenenfalls noch nachschlagen. Und wir haben auch noch die Diskussionsrunde. Ich möchte direkt reingehen mit den planetaren Belastungsgrenzen. Vielleicht haben Sie das Modell schon kennengelernt. Das sind neun Grenzen unserer planetaren Systeme, die eben zum größten Teil schon in Gefahr sind, zu überschreiten. Und was ich jetzt mal hier noch mit reingebracht habe, sind jeweils der Anteil der Landwirtschaft bzw. unseres Ernährungssystems an der Überschreitung dieser Grenzen. Und da sehen Sie schon, dass der Anteil unserer Ernährung gerade bei den biogeochemischen Flows, also Stickstoff, Phosphor, aber auch bei der Biosphäre, bei den Treibhausgasen und bei den Landnutzungen in sehr, sehr groß landet. Die Kipppunkte kennen Sie wahrscheinlich. Das ist, wie wenn man eine Kaffeetasse an den Rand stellt, lang geht's gut, irgendwann kippt's. Und das müssen wir bei den planetaren Belastungsgrenzen auch verhindern. Was ist jetzt nachhaltige Ernährung wirklich? Wenn wir schauen, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, die DGE, dann ist es nicht nur die Umwelt, was wir rechts unten sehen, sondern eben auch Soziales, das heißt Mindeststandards entlang der Wertschöpfungskette, Tierwohl und natürlich die menschliche Gesundheit.
Landwirtschaft dominiert unseren Planeten, das kann man nicht anders sagen. Da habe ich mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ungefähr, je nachdem, was man alles mit einrechnet, ein Viertel bis ein Drittel aller Treibhausgasemissionen kommen aus unserer Ernährung. Die Hälfte des bewohnbaren Landes wird von Landwirtschaft bedeckt auf diesem Planeten. 70% des Frischwassers wird von Landwirtschaft benutzt. Und über 80% der sogenannten Eutrophierung, das sind vor allem Stickstoff- und Phosphoremissionen in die Grundwässer, kommen aus der Ernährung. Und hier ist es noch Platz für eins, dass die Biosphäre, ich lasse es immer nochmal versteckt, weil ich es so krass finde, 94% der Säugetiere auf diesem Planeten sind sogenannte Nutztiere. Nur noch 6% in Masse gerechnet sind Wildtiere. Das heißt, wir greifen hier massiv in die Ökosysteme unseres Planeten ein und das hat wiederum massive Folgen für uns Menschen. Schauen wir uns jetzt an, für was das Land eigentlich genutzt wird. Die Hälfte, habe ich schon gesagt, ungefähr ist Agrarfläche. Darauf sind es fast 80%, wo wir Nutztiere halten auf Weiden, aber auch Anbau für Futtermittel, die nur 18% der Kalorien oder 37% des Proteins erzeugen. Und da sehen wir schon ein massives Missverhältnis in der Landnutzung. Das ist auch ein Grund dafür, dass wir immer wieder mantraartig hören, wir sollen weniger Fleisch essen, weil eben die Produktion von Fleisch so unglaublich viel Fläche braucht und dabei so wenig Energie, also Kalorien und auch Protein liefert. Ähnlich sieht es aus mit den Treibhausgasemissionen. Da habe ich hier eine Grafik vom WWF mitgebracht. Hier haben wir in Violett Fleisch und Wurstwaren und hier die Milchprodukte und in Grün die pflanzlichen Produkte. Und das ist der Anteil an den deutschen Treibhausgasemissionen im Ernährungssektor. Und da sehen wir auch wieder dieses massive Missverhältnis, dass die Tierproduktion oder die Produktion von tierischen Lebensmitteln unglaublich viel Treibhausgas erzeugt, für das, dass sie doch relativ wenig Produkt mit nach Hause bringen. Weil ich nur so wenig Zeit habe, habe ich versucht, jetzt mal die wichtigsten Punkte, die ich Ihnen heute mitgeben will, nochmal auf eine Folie packen zum mit nach Hause nehmen. Oft denkt man ja, Transport ist so ein großes Ding. Tatsächlich sind es aber insgesamt weniger als 10% der Treibhausgasemissionen für Verarbeitung, Transport, Verpackung und Vertrieb. Das heißt, der Kernsatz, es kommt weniger darauf an, wo das Ganze herkommt, sondern es kommt darauf an, was wir essen. Und das sind einfach die pflanzlichen Produkte deutlich weniger emissionsintensiv als die tierischen Produkte. Aufpassen müssen wir bei Flugware, das sind beispielsweise frische Beeren im Winter oder die klassische Flugmango. Wenn wir uns den Anbau anschauen, dann sehen wir, dass das Pflanzenprodukt mit den größten Auswirkungen, was in der Regel der Tofu ist, hat immer noch geringere Emissionen als das Tierprodukt mit den besten Werten. Also das Öko-Lamm vom Schäfer nebenan hat meistens noch größere Auswirkungen auf Treibhausgase, Landnutzung, Biodiversität als der Tofu, selbst wenn der Soja dafür aus Lateinamerika kommen würde. Das heißt, Regionalität wird auch mal wieder beschworen, ist wichtig aus vielen Gründen, aber ist auch nicht das Silver Bullet, weil außerhalb der Saison ist es fast immer besser zu importieren, als lokal in Treibhäusern anzubauen, weil da einfach extrem viel Energie verbraucht wird, um die zu heizen. Fischfang ist am Limit. Nachhaltige Produktion ist kaum möglich, sowohl im Freifang als auch in der Aquakultur. Also auch da sind wir mehr oder weniger begrenzt. Und ein wichtiger Punkt, Lebensmittelabfall und Verlust. Wissen wahrscheinlich alle, dass es ein Problem ist, aber es erzeugt dreimal so viel Emissionen wie der gesamte weltweite Flugverkehr. Das heißt, das Ausmaß von Lebensmittelabfall und Verlust ist einfach unglaublich. Da müssen wir besser werden in den Lieferketten und auch zu Hause. Biolandbau, weil es immer wieder gefragt wird, hat sicherlich große Vorteile, aber auch Nachteile. Vor allem die geringere Erträge pro Fläche und ist deshalb sicherlich nicht die alleinige Lösung aller Probleme. Speziell zur Tierhaltung, da habe ich nochmal ein paar Zahlen mitgebracht, die das Ganze ein bisschen auf den Punkt bringen sollen. Die Tierhaltung nutzt fast 80% des gesamten Acker- und Farmlandes, also inklusive Weiden, produziert fast 60% der Emissionen innerhalb des Ernährungssektors und produziert dabei nur recht wenig Protein oder auch noch weniger Kalorien. Warum ist es so? Insgesamt kann man als Daumenregel sagen, je kleiner das Tier, desto geringer sind die Auswirkungen. Das heißt, ein 100 Gramm Hähnchenbrust zum Beispiel hat weniger Auswirkungen als 100 Gramm Rindfleisch, aber natürlich müssen dann auch mehr Tiere sterben, was ein ethisches Problem sein kann. Wir können die aktuelle deutsche Nachfrage aber auch gar nicht mit Tierprodukten aus Deutschland decken. Vielleicht schaffen wir es sogar, die Tiere zu produzieren in Deutschland, aber dann muss Futtermittel importiert werden und zwar ungefähr die Hälfte dessen, was wir brauchen, müssen wir noch importieren. Das bedeutet, dass dafür in anderen Ländern Landflächen genutzt werden, die wir nicht haben. Dann kommt immer die Frage, was ist mit Weidehaltung?
Ja, das ist eine Alternative, erzeugt aber genauso viele Probleme wie die Massentierhaltung, nur etwa andere Probleme, weil beispielsweise sehr viel Regenwald für Weidehaltung, für neue Weiden abgeholzt wird. Aber auch in Deutschland musste mal viel Wald weichen. Massentierhaltung, und das ist so, wie wird bei uns einfach der absolute Großteil, weit über 95% der Tiere, des Fleisches, was wir bekommen, wird in Massentierhaltung produziert, zerstört Lebensräume, erzeugt Zoonosen, Antibiotikaresistenzen, nicht so wirklich gesund für uns. Und warum essen wir trotzdem Fleisch? Naja, ein Großteil davon ist Kultur, Geschmack und Normalisierung. Das Konzept des Karnismus, das heißt, es ist einfach normal, es wird als normal, natürlich und nützlich angesehen, Fleisch zu essen. Aber das kann man hinterfragen. Was erzählen uns denn stattdessen die Fachgesellschaften, was wir essen sollen? Ich habe hier mal zwei mitgebracht, rechts aus Harvard, links aus Kanada, aber ähnlich ist es überall auf der Welt. Ein Großteil, ungefähr die Hälfte, sollte vollwertige pflanzliche Produkte sein, das heißt zum Beispiel Obst und Gemüse, Vollkorngetreide und verschiedene Proteinquellen, wo auch die pflanzlichen Proteine zum Beispiel bei Harvard noch extra einen Fokus haben. Dann gab es eine Forschergruppe, die haben sich 2019 mal hingesetzt und haben sich überlegt, wie können wir denn im Jahr 2050 die steigende Weltbevölkerung von bis zu 10 Milliarden Menschen gesund und gleichzeitig nachhaltig innerhalb der planetaren Belastungsgrenzen ernähren. Und was dabei rausgekommen ist, die sogenannte Planetary Health Diet, die sehen sich auf der rechten Seite. Und das kommt uns schon ganz bekannt vor. Das ist nämlich ziemlich genau das, was die Ernährungsgesellschaften eh schon lange empfehlen. Die Hälfte ungefähr Obst und Gemüse, Vollkorn, ein paar tierische Produkte haben Platz, ansonsten Nüsse und Samen. Wo wir aktuell in Deutschland sind, ist hier auf der linken Seite. Das heißt, noch viel zu viele Tierprodukte, das ist weder gesund für uns Menschen noch für den Planeten. Und wir müssen das Ganze massiv steigern. Aber wir könnten auch sehr, sehr viel gewinnen dabei. Nämlich wir könnten 177.000 Todesfälle pro Jahr in Deutschland verhindern durch ernährungsmitbedingte Erkrankungen. Und wir könnten 3/4 aller Emissionen im Ernährungssektor reduzieren, allein durch die Umstellung der Ernährung auf die Planetary Health Diet. Das ist also ein riesen Co-Benefit, was heißt, es ist gut für den Menschen und für den Planeten. Und das hier ist der große Elefant, der immer im Raum steht und die Frage, warum machen wir das eigentlich noch nicht? Und ich will mal aus der Erfahrung, die ich in den letzten vielen Jahren gemacht habe, mit der intensiven Beschäftigung mit dem Thema, drei verschiedene Aspekte zusammentragen. Das eine ist die menschliche Gesundheit, das zweite ist die planetare Gesundheit, also die Umwelt, und das dritte der ethische Blick auf Ernährung. Aus gesundheitlicher Sicht, aus ärztlicher Sicht kann ich sagen, vegane Ernährung ist möglich und wenn sie gut gemacht ist, auch sehr gesund. Gleichzeitig kann man sagen, dass geringe Mengen an Tierprodukten ungefähr im Umfang von der Planetary Health Diet wahrscheinlich nicht schädlich sind, aber zu viele Tierprodukte, so wie wir es gerade in Deutschland machen und im Großteil der Industriestaaten, die sind immens schädlich und sind für massive Gesundheitsfolgen verantwortlich. Aus Umweltsicht muss man sagen, die Produktion von Tierprodukten in dem Ausmaß, wie wir es heute machen, zerstört massiv unseren Planeten. Wir haben Biodiversitätsverlust, wir haben Treibhausgasemissionen, das ist so eigentlich nicht haltbar. Dann ist die Frage, kann man Tiere nicht auch nachhaltig herstellen? Nicht wirklich. Nachhaltige Herstellung gelingt nur in sehr geringem Ausmaß, weil wir dann eben sehr extensiv wirtschaften müssen. Das würde auch dann ungefähr dahin kommen, nämlich bei 300 Gramm im Monat, was auch die Planetary Health Diet vorschlägt. Und jetzt könnte man sagen, solange wir, wie es ja aktuell der Fall ist, viel zu viel Fleisch produzieren, könnte man argumentieren, dass jedes zusätzliche Schnitzel eigentlich eins zu viel ist. Und wie ich vorher schon gesagt habe, selbst das beste Tierprodukt ist schädlicher als das schlechteste Pflanzenprodukt. Aus ethischer Sicht, da kann ich Ihnen keine Antworten geben, das muss jeder selber überlegen, das sind meine Überlegungen dazu. Die moderne Nutztierhaltung, so wie sie haben, ist praktisch immer mit einem großen Leid für die Tiere verbunden. Die Freilandhaltung, Biohaltung ist einfach marginal in Deutschland. Artgerechte Haltung ist in der Masse auch nicht möglich, weil wir diese Fläche gar nicht haben. Am ehesten wiederum in der Menge, diese 300 Gramm pro Monat der Planetary Health Diet. Und selbst dann stellt sich noch die Frage, die, glaube ich, jeder und jede selber für sich beantworten muss, darf der Mensch Tiere überhaupt nutzen, wenn wir uns auch rein pflanzlich ernähren könnten, gesund, und das können wir definitiv. Dann die Frage, wer entscheidet eigentlich, was wir essen? Intuitiv sagen wir natürlich alle, ja, natürlich wir selber. Aber das machen auch die Ernährungsumgebungen. Und Ernährungsumgebungen sind ein Produkt von dem, was verfügbar ist, was attraktiv ist, was vielleicht auch bezahlbar ist, in guter Qualität und uns auch die Informationen dargegeben werden.
Und für die Ernährungsumgebungen sind eben nicht nur wir Individuen selber verantwortlich, sondern genauso wie wir die Unternehmen, die das Ganze produzieren und die Politik, die Ernährungsumgebungen gestaltet, die also dafür sorgt, dass wir zum Beispiel Steuersätze haben, dass Essen in Kitas gefördert wird oder auch nicht. Das heißt, für die Ernährungsverantwortung gibt es mehrere Player, die damit reinspielen. Das kann man aber aktiv verändern und das macht eine NGO in Großbritannien und in den USA, die heißt Greener by Default. Die wollen also das Nachhaltige zum Standard machen und die machen das dadurch, dass sie einfach zum Beispiel in Gesundheitseinrichtungen die pflanzliche Alternative als Standard setzen. Und wenn man das macht, also nicht mehr der Standardessen Fleisch ist, sondern das Standard plant-based, also pflanzlich, dann sehen wir, dass die Menschen von 20% auf 65% sich der Anteil der Menschen steigert, die dieses vegetarische, gesündere Produkt wählen, was einhergeht mit einer Reduktion von über 40% der Emissionen, CO2, Landnutzung, Stickstoff, einfach nur dadurch, dass wir den Standard anders gesetzt haben, nicht, dass wir irgendjemand irgendwas verboten haben, sondern nur, dass wir es einfacher gemacht haben, sich pflanzlich zu ernähren. Ich merke, die Zeit ist schon fortgeschritten, deswegen überspringe ich ein paar Dinge, die aber vielleicht auch von den anderen Referentinnen noch aufgegriffen werden, sonst gehen wir da in der Diskussion noch drüber. Das will ich noch zeigen, als eine Studie aus Italien, die sich in der Gemeinschaftsverpflegung angeschaut haben, welche Maßnahmen bringen am meisten. Regionale Produkte hatten einen Rückgang von 0,2% der Treibhausgase gebracht. Die nachhaltige Herstellung, Bio-Ökolandwirtschaft 11% und den größten Teil macht es einfach, und ich glaube, das verstehen wir jetzt auch warum, macht es aus, Fleisch durch vegetarische Gerichte zu ersetzen. Wie das geht, eine Starthilfe, da habe ich 3 Broschüren, eine davon ganz frisch mit Klugbeteiligung raus, mit dem Paritätischen zusammen. Die können Sie alle gerne in Ruhe mal nachschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da ist genau beschrieben, wie man anfangen kann. Hier hat auch Anna Rechenberger mitgeschrieben von der Kantine Zukunft. Und um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen am Ende, welchen Einfluss hat die Ernährung überhaupt? Habe ich diese Daten nochmal hier mitgebracht, die zeigen, dass die Ernährung im individuellen Konsum den größten Teil ausmacht. Also das ist der größte Hebel, was wir eigentlich individuell tun können. Das Einzige, was noch größer ist, ist der Handabdruck. Das heißt, unser Engagement für den Klimaschutz. Was machen wir im Alltag, aber auch in unserer Lebenswelt, in unserer Arbeit, um unseren Planeten und damit uns was Gutes zu tun. Und damit bedanke ich mich auch schon. Das war ein schneller Ritt, aber ich habe es gerade pünktlich geschafft durch die nachhaltige Ernährung. Ich kann natürlich nur oberflächlich und facettenweise das Ganze abdecken. Ich freue mich nachher auf Fragen, Kommentare in der Diskussion. Wenn Sie mich erreichen wollen, geht das gerne per Mail. Sie finden die Kontaktdaten auch auf der Klug-Homepage, Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Und danke nochmal fürs Zuhören und freue mich auf die anderen beiden Vorträge. Ganz herzlichen Dank, Jörg, für diesen sehr spannenden Input. Und wir machen mit Praxisbeispielen weiter, und zwar zunächst mit Sabine Weig von der Stadt Stuttgart. Sabine ist Ökotrophologin und leitet die Koordination klimafreundliche Ernährung bei der Stabsstelle Klimaschutz bei der Landeshauptstadt Stuttgart. Vorher hatte sie jahrelang Erfahrung im Biohandel von Lebensmittelrohstoffen aus aller Welt, speziell Einkauf, Vertrieb und Projektmanagement. Also hat nochmal eine ganz andere Ebene, die sie da reinbringt, und eine ganz Praxiserfahrung, die jetzt ergänzt den Input von Jörg. Und ihre thematischen Schwerpunkte sind pflanzliche Lebensmittel, aber auch Food Waste, Biolandwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit, Wertschöpfungsketten und Handelsströme. Sabine, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf deinen Input. Ja, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Sabine Weig. Ich bin jetzt seit November bei der Stadt Stuttgart als Koordinatorin für klimafreundliche Ernährung und berichte heute einiges aus dem Bereich. Meine Einleitung überspringe ich mal, meine Vorstellung, und nenne mal kurz die Arbeitsschwerpunkte. Das klingt jetzt alles etwas, komplex, aber es geht grundsätzlich ums Koordinieren von Projekten innerhalb der Stadtverwaltung. Es geht darum, dass ich Innovationen aufgreife, innovative klimafreundliche Ideen sammle und auch versuche, das Ganze mit lokalen Projektpartnern dann in Stuttgart umzusetzen. Es geht um die Kommunikation von Ernährungsthemen in die Stadtgesellschaft, und die strategische Betrachtung spielt noch eine große Rolle, also zu schauen, was passiert auf Bundesebene, beispielsweise bei der Ernährungsstrategie der Bundesregierung, die jetzt Ende des Jahres vermutlich rauskommt. Also was wird uns da auch vorgegeben an großen Themen, die wir umsetzen sollen, auch auf kommunaler Ebene.
Jetzt breche ich das Ganze mal runter. Wir haben ja eben schon gehört, dass Ernährung ein großes Feld ist. Wenn wir uns überlegen, was für einen Einfluss die Ernährung aufs Klima hat, könnte man ja einfach sagen, na gut, dann machen wir doch das, was am besten ist fürs Klima und ernähren uns so. Aber so einfach ist es ja nicht, denn Ernährung ist mehrdimensional. Es hat ganz viele Facetten. Und es ist nicht bloß die reine Energieaufnahme, sondern es geht auch um Gesundheit. Es ist ein Statussymbol, kulturell erlernt. Das soziale Miteinander spielt eine Rolle. Es sind die Gewohnheiten, die uns prägen. Es ist der Alltag, es ist manchmal kompliziert und anstrengend, sich auch gesund zu ernähren. Das Geld spielt eine Rolle, was können wir uns leisten. Die Nachhaltigkeit, klar, haben wir schon gehört, der Klimaschutz fällt darunter, Biodiversität. Deshalb habe ich jetzt mal aus meiner Sicht das Thema klimafreundliche Ernährung innerhalb der Stadt beleuchtet und komme zum gleichen Schluss wie auch Jörg. Es gibt große Hebel und die größten Hebel sind es, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Das heißt einfach mit den Ressourcen effizienter umzugehen und pflanzenbetonte Ernährungsweisen zu stärken. Und klar, biologische, regionale, saisonale Produkte bevorzugen, ist eben auch so der klassische Ansatz, dass man sagt, wir brauchen mehr Bioprodukte in den Kantinen, in den städtischen Einrichtungen und wenig verpackte, gering verarbeitete Produkte. Aber fürs Klima sind die ersten beiden Punkte einfach noch wichtiger. Aber auch da merkt man schon aus Erfahrung, da gibt es Unterschiede in der Akzeptanz. Also Food Waste vermeiden wird sehr viel positiver angenommen. Das sind einfach ganz klare Vorteile für mich selbst. Ich spare Geld, es ist effizient, ist auch traditionell verankert. Die Großeltern haben auch nicht so viel weggeschmissen, sondern Sachen vom Vortag nochmal eingekocht oder nochmal wiederverwendet. Das heißt, der Ansatz hier ist, sag ich mal, einfacher als pflanzenbetonte Ernährungsweisen. Das hat sehr viel mehr mit kulturellen Gewohnheiten zu tun. Und da ist eben, ja, die Möglichkeit, dass man sich an die Richtlinien der DGE oder der Planetary Health Diet hält, wo man schon sieht, dass eben viel Gemüse, viel Getreide, viele Hülsenfrüchte auf dem Teller sind und weniger tierische Produkte. Ja, was machen wir in der Stadt? Also ganz wichtig ist hier eine ämterübergreifende Zusammenarbeit. Denn wie schon gesagt, hat die Ernährung viele Dimensionen und wird auch innerhalb der Stadtverwaltung von verschiedenen Ämtern begleitet, jeder aus einer anderen Sichtweise. Also betriebliches Gesundheitsmanagement hat natürlich die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Blick. Das ist Gesundheitsamt auch. Die Wirtschaftsförderung hat die Wertschöpfungsketten im Blick und legt einen Fokus auf die Wirtschaft. Die Betriebsrestaurants wollen die Mitarbeiter verpflegen und satt machen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir innerhalb der Stadtverwaltung miteinander reden und auch gemeinsame Ziele setzen. Und hier ist ein kleiner Auszug aus dem Klimaaktionsprogramm 2021, wo man sieht, es gibt Ziele zum Bioanteil in den städtischen Einrichtungen. Das sieht man auch anhand der Entwicklung der Balken. Da tut sich was bei den städtischen Kitas. Da haben wir fast 50%. Inzwischen müssten sogar 50% sein, schon erreicht. Aber klar, das Ganze ist ein Weg. Also wir begeben uns auf einen Weg und man ist da meistens nicht sofort am Ziel. Was man auch tun kann, ist finanziell und ideell zu unterstützen auf diesem Weg. Das kann sein, beispielsweise, indem wir Foodsharing-Stadt geworden sind im Dezember 2022. Da hat der Gemeinderat beschlossen, wir unterschreiben die Motivationserklärung Foodsharing-Städte und geben dem Thema Lebensmittelwertschätzung und Lebensmittelverschwendung vermeiden einfach mehr Fokus. Außerdem gibt es eine institutionelle Förderung des Foodsharing-Cafés Raupe Immersat hier in Stuttgart und wir unterstützen den Ernährungsrat Stadtregion Stuttgart, sich mit den Themen zu beschäftigen und hier die Vernetzung voranzutreiben. Und bei der Armutskonferenz im Mai war auch zum ersten Mal das Thema Ernährungsarmut mit auf der Agenda und es gab Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und Handlungsempfehlungen dazu erarbeitet haben. Also dass das Thema Ernährung, klimafreundliche Ernährung überhaupt erstmal ins Gespräch kommt, das ist sehr wichtig. Was wir auch gemacht haben, um das Thema Food Waste beispielsweise in die breite Bevölkerung zu tragen, ist ein Kinoabend mit dem Film Food Fighter. Der ging über Ronny Kahn, das ist eine australische Aktivistin, die sehr viel erreicht hat in Australien und Best-Practice-Modelle zeigt. Und sie war dann auch anschließend im Podium noch für Fragen zur Verfügung.
Und es gibt eine Art Hinweisflyer, wo wir mit rausgeben für alle, die ihre Stände anmelden auf Märkten oder bei Festivals und Lebensmittel anbieten, dass die im Anschluss die Lebensmittel nicht wegwerfen müssen, die übrig sind, sondern dass man die noch spenden kann, weitergeben kann. Also Anreize setzen, aufklären, informieren, das steht hier auf jeden Fall im Vordergrund. Und schön ist es auch, in Kooperation zu arbeiten mit anderen Institutionen. Wichtig für die Kommunikation ist die Jetzt-Klimachen-Kampagne. Auch hier geht es darum, immer ein positives Framing zu setzen, das Thema auszurichten auf Engagement, Motivation von Bürgerinnen und Bürgern, selbst aktiv zu werden und beispielsweise mit einem Preis zu unterstützen, dass man auch was gewinnen kann, wenn man sich engagiert. Im Bereich Wirtschaft gibt es beispielsweise ein Netzwerk-Event, die Brücke, die Food-Themen bespielt. Eins nennt sich Plant-Based Economy. Da geht es speziell darum, die pflanzenbasierte Wirtschaftszweige auch im Food-Bereich zu fördern, indem man das Netzwerk zusammenbringt, also zu speziellen Themen, Diskussionen anstößt, die Menschen miteinander in Kontakt bringt. Beispielsweise junge Startups, die gesunde Produkte entwickeln, mit dem Handel in Kontakt bringt. Das war jetzt im Juni, gab es die Urban Future Konferenz in Stuttgart. Das war eine Möglichkeit, wo wirklich viele internationale Gäste in Stuttgart zu Besuch waren. Es gab einen Austausch zwischen Changemakern, Politikern, Multiplikatoren von überall, die ihre Best-Practice-Beispiele mitgebracht hatten. Es gab auch eine Fuck-Up-Night, wo man gezeigt hat, okay, was hat gar nicht funktioniert und warum, wie kann man es besser machen. Und das Ganze hat sehr viel Spirit mitgebracht. Da hat man wirklich sehr viel gelernt und war total motiviert, es danach auch in der eigenen Stadt umzusetzen. Und zwar alle Menschen, sowohl die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, aber auch in der Politik, merkt man einfach, das ist ein spannendes Thema. Also Ernährung interessiert wirklich jeden. Und das Thema Food Waste und Lebensmittelverschwendung war eben ein großes Thema, auch während der Konferenz, dadurch, dass Ronny Kahn mit dabei war. Und die Bürgerstiftung hat beispielsweise, sieht man auf dem Bild, eine 70 Meter lange Tafel organisiert. Und dort haben sich alle getroffen, um gemeinsam zu dinieren. Es gab ein 4-Gänge-Menü, gekocht aus geretteten Lebensmitteln. Und das war ein super Beispiel dafür, wie man beim Essen über Essen reden kann und gleichzeitig was Gutes damit tut. Also das war so mein Highlight dieses Jahres. Genau. Und beim Bereich Bildung, da gab es parallel auch zur Konferenz noch einen Stadtrundgang, wo wir verschiedene Orte innerhalb Stuttgarts besucht haben, die sich mit einer klimafreundlichen Ernährung beschäftigen. Ganz unterschiedlich. Zum Beispiel das Weingut Stuttgart, regional angebaut, biologisch bewirtschaftet, diese Aspekte reingebracht, das Thema Food Waste Vermeidung, Raupe immer satt, das Foodsharing Café besucht, sich das Konzept erklären lassen. Im Anschluss gab es vegane Wraps zu essen. Ganz beiläufig, sage ich mal, zum Abschluss fand jeder super. Oder einen Unverpacktladen besuchen zum Thema plastikfreie Verpackung und lokale Unternehmer unterstützen. Und was eben auch Highlight war, war nach der Filmvorführung von dem Foodfighter-Film, war eben neben Ronny Kahn auch noch Valentin Thurn da. Und er ist auch Gründer von Foodsharing und Filmemacher von Taste the Waste und konnte so nochmal einen Einblick geben in das, was einzelne Personen auch erreichen können, wenn sie sich für eine Sache engagieren und wie man auch Bewegungen startet. Genau, jetzt ganz kurz meine Learnings, das ist auch die letzte Folie, was ich so in den letzten Dreivierteljahr für mich mitgenommen habe. Also man braucht immer Verbündete, eine Ernährungswandel oder eine neue Art von Ernährung fürs Klima, das macht man nicht alleine, da braucht man viele Institutionen, engagierte Menschen, die Lust haben. Wichtig ist, bewerben, was es schon gibt. Und es gibt eigentlich auch sehr viel, von dem man noch nichts weiß und es ist alles schon da. Unterstützen, wer Hilfe möchte, also Lösungsansätze suchen, das ist nicht immer einfach, aber da kann man gucken, ja, wie schnell das geht und viele neue Dinge anregen. Also je mehr Neues man anregt, irgendwas bleibt immer hängen. Also es geht nicht immer alles, aber man merkt schon, von 10 Sachen 3 gehen durch und man kriegt was vorangebracht. Dann schnell scheitern lernen. Mein Fazit, auch wenn es mal nicht klappt, okay, weitermachen. Dann lasse ich das eben für die jetzige Zeit beiseite und mache da weiter, wo es weitergeht. Und
auch beim letzten Punkt iterativ und agil vorgehen. Wenn was nicht perfekt ist, dann nochmal einen Schritt zurückgehen, nochmal einen verbesserten Vorschlag liefern, nochmal mit Leuten reden und gucken, wie kann ich es anders machen und wie gesagt, weitermachen. Ja, das war jetzt von mir der Input. Ich freue mich nachher auf die Diskussion und ja, hoffe, es war was dabei. Vielen Dank. Sie haben es gerade schon gehört. Wir machen die Fragen nicht direkt. Wir machen nach dem letzten Input, der jetzt gleich folgt, eine Podiumsdiskussion mit allen Referierenden, wo sie all ihre Fragen loswerden können. Gerne schon mal im Hinterkopf notieren oder auch in den Chat stellen und dann nachher in der Podiumsdiskussion stellen. Wir haben jetzt von Sabine schon zahlreiche Beispiele gehört, wie man tatsächlich ganz praxisnah in die Umsetzung kommt. Wir hören jetzt noch mal ein Beispiel von der Kantine Zukunft. Wir haben Anna Rechenberg hier, sie ist studierte Ökotrophologin und hat sich in ihrem Master schon auf nachhaltige Ernährungswirtschaft spezialisiert. Nach dem Studium konnte sie Berufserfahrung bei der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer im Bereich Consulting sammeln und bringt außerdem eine mehrjährige Berufserfahrung in der Biobranche und in Bildungsprojekten mit. Nun setzt sie dieses Wissen bei der Unterstützung der Kantinenwerkstatt ein und leitet darüber hinaus noch das Horizont 2020 Projekt School Food for Change. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Marisha. Ich teile jetzt auch meinen Bildschirm mit Ihnen. Aber ich kann ja schon mal teasern, ich war letztens im Bundesministerium für Arbeit und Soziales Essen und war ganz begeistert und habe im Nachhinein erfahren, dass die Kantine von euch auch begleitet wurde. Genau, um dieses Beispiel wird es auch heute gehen. Könnt ihr jetzt meinen Bildschirm sehen? Ja, perfekt. Genau, mein Name ist Anna Rechenberger und ich darf Ihnen heute die Kantine Zukunft vorstellen. Also wir sind ein Projekt, die sich um das Thema Gemeinschaftsverpflegung kümmern. Also da gehören Betriebskantinen zu, aber auch Kitas, Schulen, Krankenhäuser, Seniorenheime. Also überall dort, wo Menschen versorgt werden. Das ist unser Thema. Und wir begleiten Küchen dabei, ihr Speisenangebot zu verändern. Und ich würde ganz gerne nochmal auf die Präsentation von Jörg zurückgehen, weil er hat zwei, finde ich, sehr zentrale Fragen aufgeworfen. Nämlich einmal, warum ändern wir das eigentlich nicht? Also warum ändern wir unsere Art und Weise, wie wir uns ernähren, nicht und auch, wer entscheidet, was wir essen. Und da würde ich gerne nochmal auf das Thema Gemeinschaftsverpflegung eingehen, weil wir wissen ungefähr, dass 16 Millionen Menschen am Tag in der Gemeinschaftsverpflegung essen oder in der Hausverpflegung. Und das ist eine große, große Menge an Menschen, die dort versorgt werden. Und deswegen sind wir der Meinung, dass gerade Einrichtungen der GV, so nennen wir die Gemeinschaftsverpflegung, auch eine große Verantwortung hat, dass auf was anzubieten, ein Speisenangebot anzubieten, was nicht nur gut für die Menschen ist und lecker ist und gut schmeckt, sondern auch halt gut für die Umwelt. Und deswegen gibt es eben auf politischer Ebene ganz viele Förderinstrumente, die versuchen, in diesem Setting, es ist ja auch ein Setting von der betrieblichen Gesundheitsmanagement, da eben anzusetzen und da zu gucken, dass man da als Kantine eine Vorbildfunktion einfach auch hat und da auch ein Stück weit eine Veränderung eingeht. Deswegen so die Frage, wer entscheidet, was wir essen? Da ist die Gemeinschaftsverpflegung, muss ein Vorreiter sein. Und wir haben die Möglichkeit, hier in Berlin das auch zu unterstützen, diesen Wandel. Wir werden über die Berliner Ernährungsstrategie finanziert mit ungefähr 1,1 Millionen Euro im Jahr und dürfen in diesem Rahmen, Kantinen begleiten, öffentliche Kantinen. Und die andere Frage, auf die Jörg eingegangen ist, warum ändern wir das eigentlich nicht? Das möchte ich gerne heute mit unserer Präsentation beantworten, beziehungsweise möchten wir zeigen, wie wir eigentlich mit Küchen zusammenarbeiten und wie wir wirklich am Ende auch eine Veränderung bewirken können. Was sind unsere Stellschrauben, an denen wir drehen, damit am Ende eine Küche sich dann verändert nach der Zusammenarbeit mit uns. Genau, das ist die Kantine Zukunft, unser Team. Der Projektträger heißt Speiseräume. Kantine Zukunft ist einer unserer Projekte. Wir sind 2019 gestartet im Rahmen der Berliner Ernährungsstrategie. Da gibt es ein Handlungsfeld, eben Gemeinschaftsverpflegung. Wir sind 14 Mitarbeiter mittlerweile und davon 6 Köche. Und das ist auch ein sehr, sehr zentraler Punkt unserer Beratung. Wir gehen in die Beratung eben mit Köchen. Also wir haben wirklich sehr, sehr gut ausgebildete und auch in der Gemeinschaftsverpflegung ausgebildete Köche, die ihr Handwerk sehr gut kennen. Also die kennen die Schulküchen, die kennen die Küchen in der Betriebskantine, da haben die gelernt und können eben ganz genau auch erkennen, wo was verbessert werden kann in den Küchen und da wurde auch angesetzt werden kann. Wir beraten und begleiten eben die öffentliche Gemeinschaftsverpflegung, das habe ich eben schon gesagt.
Und jetzt auch ganz neu, 2023 ist die Kantine Zukunft Brandenburg gestartet. Das heißt, wir weiten unser Gebiet auch in diese Ecke aus. Ich habe mal unsere Karte, wo wir unsere Kantinen auflisten, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Die kann man auf unserer Website finden. Mittlerweile haben 50 Küchen mitgemacht und davon haben im Durchschnitt 60% Bio, mit einem 60%igen Bio-Anteil abgeschlossen. Das ist so einer unserer, im ersten Blick, einer unserer Hauptziele ist der Bio-Anteil. Aber indem wir das so hoch machen, indem wir diesen Bio-Anteil so hochschrauben, verändern sich ganz viele andere Dinge. Darauf gehe ich auch gleich weiter ein. Zwei Beispiele. Wir haben hier eine Kita-Pröbel im Grünen. Die haben ihren Bio-Anteil von 10% auf 94% gesteigert. Und dabei muss ich auch sagen, wir arbeiten immer in den gegebenen Budgets. Also wir erhöhen keine Budgets. Wir gucken, was ist da, was ist der Wareneinsatz. Und in diesem Rahmen arbeiten wir. Und wir den Skidroik, das wurde gerade schon angekündigt, die sind ein Caterer, die wiederum im Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Kantine bewirtschaften. Und auch die haben einen relativ hohen Bio-Anteil erreichen können im Rahmen der Zusammenarbeit. Und aus diesem Projekt sehen Sie auch gleich noch das eine oder andere Bild. Genau, also unser Ansatz, mit dem wir starten, ist, dass wir sagen, wir wollen einen hohen Bio-Anteil im Rahmen der bestehenden Budgets. Und wie erreichen wir das? Das machen wir, indem wir an ganz vielen Stellschrauben drehen. Wir gucken uns Einkauf an, wie wird eingekauft, was kann man da verändern. Wir gucken uns den Speiseplan an und schauen, wie kann man da Veränderungen machen. Und wir gucken uns auch die Art und Weise, wie gekocht wird, an. Also wo kann man da in der Arbeitsweise auch Dinge verändern. Und ein Beispiel, wo es halt sehr deutlich wird, ist, wenn man anfängt, vegetarischer zu kochen oder pflanzlicher zu kochen und mehr pflanzliche Rezepturen einzusetzen, spart man am Ende Geld, weil pflanzliche Lebensmittel sind immer günstiger als tierische Lebensmittel. Und deswegen ist eine Schraube in der Speiseplangestaltung tatsächlich Rezepturen anzupassen, zu schauen, wo kann man zum Beispiel mehr pflanzliche Lebensmittel einsetzen, wo kann man mehr vegetarische Rezepturen einsetzen. Und wenn man das macht, werden Gelder frei. Und die kann man dann wiederum für eine andere Qualität einsetzen. Oder das Thema Lebensmittelabfälle wurde auch sehr häufig genannt. Lebensmittelabfälle sind nicht nur schade, sondern kosten auch echt Geld, also auch in der Küche. Nicht nur, man hat es eingekauft, es wird verarbeitet, es wird weggeschmissen. Dann gibt es auch noch die Entsorgungskosten, Müllabfallgebühren. Das ist alles eine Menge Geld. Und wenn man auch da das wiederum reduziert, spart man auch wieder Geld ein. Das wäre zum Beispiel so eine Stellschraube, wie man Gelder freimachen kann. Also eine unserer Aufgaben ist immer zu gucken, wo sind in den Küchen Gelder, die wir nutzen können, um mehr Bio einzusetzen. Das mal ganz einfach gesagt. Das heißt, wir schaffen zum einen eine finanzielle Machbarkeit in der Küche und wir erhöhen aber auch gleichzeitig die Qualität. Und das machen wir eben, weil wir Köche haben, die es auch können und die auch dieses Handwerk ein bisschen mehr wieder in die Küche mit einbringen können. Denn wir wissen auch, wenn das vegetarische Gericht am Ende nicht schmeckt, dann ist es auch keiner, möchte es auch keiner essen. Das heißt, wir müssen auch an dieser Stellschraube drehen. Das muss alles zusammengreifen. Wir haben die Chance, hier in Berlin die Kantinen lange zu begleiten. Und eine Umstellung ist immer ein langwieriger Transformationsprozess. Wir gehen mindestens mit 6 Monaten, starten wir meistens, oder wir machen von 6 Monaten bis einem Jahr ungefähr die Beratung. Und je nachdem strecken wir das dann auch. Und wir müssen nicht pro Einrichtung so und so viele Stunden machen. Also wir können das sehr flexibel gestalten. Bei den einen machen wir ein bisschen mehr, bei den anderen machen wir ein bisschen weniger. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Küchen drauf an. Also wir dürfen durch diese Förderung sehr flexibel arbeiten, was ein großer Vorteil ist für uns. Genau. Und die Trainer sind Köche, habe ich eben schon erwähnt. Das ist ein zentraler Baustein unserer Beratung. Ja, wie sieht es dann am Ende aus, wenn wir mit den Küchen zusammengearbeitet haben? Ich habe Ihnen meinen Speisenplan mitgebracht, an dem man sehr viel erkennen kann. Also unsere Methodik, so wie wir arbeiten, da erkennt man jetzt an dem Speiseplan zum Beispiel als allererstes, dass wir 3 Menülinien haben. Was ganz häufig der Fall ist in der Betriebskantine, ist, dass 5 Menülinien angeboten werden. Das heißt, 5 Gerichte am Tag zu kochen, ist eine Menge Arbeit. Das geht dann meistens nur, indem man viel Fertigprodukte einsetzt, weil klar, viel Arbeit, wenig Zeit, wenig Personal, also wird dann viel Fertigprodukte eingesetzt. Und wenn wir dann anfangen, täglich zu arbeiten, gucken wir erstmal, okay, warum nicht 3 Menülinien anbieten, davon 3 gute Gerichte und dann aber auch die mit mehr Handwerk. So, das ist so ein Ansatz. Dann zu schauen, Sie sehen vielleicht den Kürbis, Sie sehen Rotbeete, Wurzelgemüse, Sie sehen Krautsalat.
Also man sieht schon, das ist saisonal angepasst worden. Das hat auch den Vorteil, dass saisonale Lebensmittel günstiger sind im Einkauf. Und auch natürlich vom Geschmack her, wenn das aus der Region kommt, wenn es im Freiland gewachsen ist und auch Zeit hatte zu wachsen, dann schmeckt es auch anders in der Regel. Das ist auch ein Vorteil von einem saisonalen Speiseplan. Sie sehen drei tierische Gerichte. Montags Hauptgericht 3 Rindergulasch. Dann mittwochs haben wir den Hauptgericht 2 Spaghetti Bolognese und Freitag haben wir die Fischboulette. Alles andere ist vegetarisch. Und diese drei Gerichte zum Beispiel, Gulasch, Bolognese, Fischboulette, sind alles Gerichte, wo man sehr einfach tierische Anteile reduzieren kann, weil es Schmorgerichte sind zum Teil. Und da fällt es dann auch nicht so auf, wenn das ein bisschen weniger eingesetzt wird. Und gerade wenn dann Gemüse drin ist, was auch gut schmeckt, haben sich da noch nicht so viele Leute beschwert. Wenn man natürlich anfängt und das Schnitzel um die Hälfte reduziert, dann ist, glaube ich, der Aufstand groß. Da muss man dann immer so ein bisschen gucken. Wir sagen aber immer, wir nehmen auch niemandem die Currywurst weg oder auch niemandem das Schnitzel. Also wir sagen auch, das soll auch bleiben, weil wir wollen auch, wir wollen da auch niemanden verschrecken. Man muss diese Veränderung auch langsam angehen. Man muss sich da auch ein bisschen anpassen an die Bedürfnisse der Gäste. Und wenn die Currywurst eben einmal in der Woche dann da draufsteht, dann darf sie da auch gerne draufstehen bleiben. Also da wollen wir auch nicht dogmatisch sein. Wir wollen einfach mit guter Küche überzeugen. Was wir auch sehen, ist, dass wir sehr kreative vegetarische Gerichte einsetzen. Also es sind Klassiker wie ein Thai-Curry sind mit dabei, aber dass man auch mal einen gebratenen Spitzkohl macht, wo das Gemüse im Mittelpunkt des Tellers steht, oder Beet Bourguignon, das ist ein rote Beete-Eintopf, der auch sehr aromatisch ist. Und so auch mit guten vegetarischen Gerichten, die handwerklich zubereitet worden sind, die lecker schmecken, auch die Leute überzeugen. Weil in der Regel, wenn man vegetarische Gerichte in der Kantine isst, dann sind das häufig aufgewärmte Bratlinge mit vielleicht noch Kartoffeln und einer weißen Soße, die aus dem Eimer kommt. Und mit diesen Gerichten kann man mit Sicherheit wirklich keinen Fleischesser überzeugen. Und ich selber als Vegetarierin würde hier auch nicht so gerne essen. Genau, also ich finde den Speiseplan auf jeden Fall sehr ansprechend. Und in diesem Stil wird zum Beispiel auch jetzt bei Wedinski und Roig im BMEAS, also im Bundesministerium, gekocht und kommt auch sehr gut an. Genau. Also das ist jetzt so der Speiseplan, wo wir dann versuchen, mit den Küchen hinzugehen, in diese Richtung. Das klingt so einfach, ist es aber tatsächlich nicht, weil wenn man weiß, man kocht seit 20 Jahren sehr viel mit Fleisch, wenig vegetarisch, man hat es vielleicht auch nicht gelernt, diesen Weg zu gehen, das braucht eine Begleitung, ganz klar, und auch braucht auch eine Zeit in der Umstellung. Das heißt, wie unsere Kantinenwerkstatt, das ist unser Beratungsprogramm, beginnt immer mit einer Prozessbegleitung. Also wir fangen nicht in der Küche an, wir fangen auf einer ganz anderen Ebene an. Wir machen eine Bestandsaufnahme, wir analysieren die Küche sehr genau. Wir gehen in die Absprache mit den Fachbereichsleitungen oder mit der Einrichtungsleitung, je nachdem, kommen da zusammen zu Strategieworkshops, formulieren Ziele zusammen und versuchen da erstmal auf so einer strategischen Ebene da auch alle Entscheidungsträger ins Boot zu holen, immer mit der Küche zusammen, ganz wichtig. Und die treffen sich dann auch immer wieder. Es gibt Steuerungsgruppen, organisieren dann auch, dass wir uns immer wieder treffen, uns austauschen über den Projekterfolg, dass dieser ganze Prozess eigentlich auch begleitet wird und auch immer wieder Räume gibt, um sich auszutauschen, auch wenn Konflikte entstehen, dass wir diese lösen können. Wir setzen verschiedene Tools ein, also das müssen Sie jetzt nicht erkennen, aber ein ganz wichtiger Punkt für die Küchen ist immer wirtschaftliche Sicherheit. Sorge davor, dass die Preise steigen, dadurch, dass wir den Bio-Anteil steigern. Wir haben verschiedene Tools, mit denen wir arbeiten, wo die Köche und Köchinnen ihre Rezepte eintragen, ihre Einkäufe eintragen und immer damit spielen können auch, je nachdem, ich habe da jetzt ein Rezept eingetragen und ich gucke, da reduziere ich jetzt ein bisschen das Fleisch, da mache ich jetzt mehr Bio-Kartoffeln, wie verändert sich denn das eigentlich im Preis? Und wir haben dann für die diese Tools entwickelt, damit sie sehen können, aha, ich verändere da was. Am Ende des Monats habe ich aber Geld gespart sogar. Das ist eine große Hilfe in diesem Prozess, weil doch die Sorge davor ist, dass die Budgets quasi überstiegen werden, sehr groß ist. Und diese Sorge nehmen wir, indem wir wirklich eine wirtschaftliche Sicherheit schaffen und die Köche es auch selber für sich sehen können und selber erarbeiten können. Wir bieten ganz viele Schulungen an. Wir haben eine Küche in Berlin, in der Markthalle 9, eine Trainingsküche. Da können die Köche vorbeikommen. Wir bieten Schulungen an, zum Beispiel zum Thema vegetarisch kochen oder Hülsenfrüchte und Getreide. Das ist auch einer unserer Workshops, wo wir zeigen, wie man das attraktiv umsetzen kann und lecker
um da nicht nur gesünder zu kochen, sondern auch klimafreundlicher zu kochen. Wir machen auch Rezeptur- und Speiseplangestaltungen. Wir machen Workshops zum Thema Frühstück und Festbar für Kitas mit Pädagogen zusammen. Also wir haben eine Bandbreite von verschiedenen Schulen, die auch sehr gut ankommen. Die sind auch verpflichtend, wenn man mitmacht bei unserem Programm. Und diese Schulungen haben vor allem so ein bisschen auch den Grund, dass man die Köche aus ihren Küchen rausholt und sie mal ein bisschen wieder frei arbeiten lässt und frei denken lässt. Weil im Tagesgeschäft zu arbeiten und neu zu denken, ist immer schwierig. Und so kommen die eben mit verschiedenen Köchen zusammen aus anderen Einrichtungen, können sich austauschen, lernen neue Rezepte kennen, probieren aus und können sich selber auch davon überzeugen, dass eine vegetarische Küche zum Beispiel jetzt auch gut schmecken kann. Das sind ein paar Ergebnisse aus unserem Seminar Vegetarisch Kochen. Das habe ich nochmal mit aufgebracht, weil viele Köche das nicht gelernt haben, vegetarisch zu kochen. Deswegen muss man sich auch gar nicht wundern, dass manche Gerichte so schmecken, wie sie schmecken. Genau, und da machen wir einfach sehr, sehr praxisnah die Gerichte, von denen wir wissen, dass sie in der Kantine auch funktionieren können. Das ist immer ganz wichtig, wenn man diese Seminare gibt. Nicht jedes Rezept, was vegetarisch ist, kann man auch einfach so in der Kantine umsetzen. Unsere Köche wissen einfach ganz genau, was funktioniert und was nicht geht und was auch gut schmeckt. Die Begleitung vor Ort ist sehr wichtig. Unsere Trainer sind regelmäßig in den Küchen, gehen vorbei, kochen mit, wenn was Neues gekocht wird, um auch so ein bisschen Begleitung zu gewährleisten und auch Ängste zu nehmen in dem genau in dem Prozess, machen Beratungsgespräche vor Ort. Genau. Zum Thema Kommunikation wollte ich noch einen Satz sagen. Wir werden häufig gefragt, wie kann man denn Bio kommunizieren? Wie kann man vegetarische Gerichte gut kommunizieren, dass sie gegessen werden? Und da ist mir so aufgefallen, dass eigentlich so dieser Ansatz gar nicht unser Ansatz ist, weil wir sagen, ein gutes Essen, was gut aussieht und gut schmeckt, ist die beste Kommunikation, die man hat. Wenn das sichtbar ist in der Auslage, wenn es Schauteller gibt, wenn die Ausgabekraft doch mal anregt, probiert doch mal, das schmeckt gut, dann ist das viel, viel mehr wert als ein Plakat oder eine Infobroschüre und kann auch nur dann überzeugen, wenn es wirklich gut ist. Und das ist das Thema Ernährung, ist einfach ein emotionales Thema, es ist ein sinnliches Thema und keiner entscheidet sich für eine vegetarische Alternative, wenn es nicht gut schmeckt und gut aussieht. Und das ist so, deswegen sagen wir immer, das ist die beste Kommunikation, die ihr habt, wenn es gut aussieht und gut schmeckt. Und dann essen die Leute das auch. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Klar, wenn man daran gewöhnt ist, seit 20 Jahren sein Schnitzel jeden Tag zu essen, und dann dauert es auch eine Weile und vielleicht gibt es auch Menschen, die wir nicht erreichen. Wir merken aber schon, dass da das gerne angenommen wird, auch von vielen. Und das dann auch mitreißen kann im Kollegium. Last but not least, kollegialer Austausch ist ein Punkt, auf den wir sehr viel Wert legen. Wir haben Kantinentreffs, da können die Köche vorbeikommen und sich austauschen mit ihren Kollegen aus anderen Einrichtungen. Wir machen dann meistens immer ein Thema, zu dem wir dann auch einen Referenten einladen. Wir kochen auch dann manchmal mit den Küchen. Das ist ein offener Termin, also da kann jeder kommen aus Küchen, also aus, wenn man in der Küche arbeitet, da muss man nicht bei uns mitmachen im Programm. Genau, das ist auch immer ein schöner Faktor auch für die Köche, die dann im Programm sind. Das hilft dann auch, manche Hürden zu überwinden im Kopf. Und die Sichtbarkeit des Teams ist sehr wichtig. Also wir versuchen, die Küchenteams mehr sichtbarer zu machen, indem während des Prozesses auch über die berichtet wird oder auch dann sie ausgezeichnet werden am Ende, dass wir so eine Wertschätzung auch wieder für die Menschen in den Küchen zurückbringen, weil das doch häufig eine Gruppe ist von Menschen, die nicht gesehen wird, die auch nicht gewertschätzt wird, wo sehr viel gemeckert wird am Ende des Tages. Und genau, das wollen wir so ein bisschen verändern, auch mit der Kantine Zukunft. Ja, das war mein Vortrag. Ich hoffe, ich konnte ein paar Einblicke in unsere Beratung geben, wie wir mit den Küchen zusammenarbeiten, was am Ende dann auch dazu führt, dass was verändert wird. Vielen Dank. Ganz vielen Dank, Anna. Das war sehr anschaulich. Wir haben gesehen, das Thema ist riesig. Jörg hat eingangs schon gesagt, eigentlich kann er darüber ganze Tage sprechen. Das war jetzt nur mit Überziehung schon etwas mehr als eine Stunde. Ich möchte Ihre Mittagspause nicht weiter überstrapazieren. Wir haben natürlich auch noch weitere Themen in den nächsten Wochen zum Lunch Talk. Nächsten Monat, ich habe es auch schon gepostet, geht es um das Thema mentale Gesundheit. Das wird auch nochmal ganz spannend mit ganz tollen Gästen.
Und in zwei weiteren Themen widmen wir uns dann den Themen Kommunikation und am Ende ins Handeln kommen. Und ja, das ist nochmal ein ganz übergreifendes Thema, auch wie das Thema Kommunikation, wo wir natürlich ja auch überlegen, wie kann man vielleicht mit dem Thema Ernährung ins Handeln kommen, auf verschiedene Arten und Weisen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über das rege Interesse heute. Wie immer bekommen Sie alle Folien und die Aufzeichnung im Nachgang zugeschickt und können auch immer noch die Lunchtalk-Reihe gerne weiterempfehlen. Es ist möglich, sich weiterhin anzumelden. Und ja, damit schließe ich. Ich danke nochmal allen Referierenden, die heute dabei waren. Ganz herzlichen Dank für diese ganz wertvollen Inputs und Praxisbeispiele und wünsche Ihnen einen ganz schönen sonnigen Nachmittag.